Storm Macro from the Together Community plays Mass Effect 2 and hopes you enjoy the video. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Gut. Wir sprechen später. Commander. Für die war nächste, werde ich eine andere Waffe mitnehmen, weil Kane ist zwar stark, aber es dauert halt ziemlich lang und diese Zeit haben wir... Keine Nachrichten für Sie, Commander. Haben wir also auch in der nächsten Mission nicht. Die nächste Mission ist schrecklich. Obwohl die, obwohl natürlich, ja gut, Kane wäre gegen Ende der Mission sehr hilfreich, wo ich auch, natürlich auch die Zeit, entsprechende Zeit, aber... Ich weiß nicht, ob das eh so, ob da die Waffe, ob da der Schaden wirklich dazu zählt, aber... das, ja, gut. Das eh so viel Versuch braucht. Ich werde mal gucken, was ich für eine Waffe mitnehme. Aber ich werde mein Aussehen vorher nochmal ändern. Denn wir werden auf das Reaper-Schiff, durch den verlassenen Reaper, mit einer Kollektorenpanzerung gehen. Das will ich doch mal machen. Mächtige Boni freizuschalten. Was ist denn für die mächtige Boni? Der Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Ja, noch einer. Kommt noch einer dazu hier. Shepard, brauchen Sie was? Was können Sie mir über die Bewaffnung der Normandy sagen? Die Waffen-Upgrades sind vom Feinsten. Das Ding hat eine enorme Feuerkraft. Vielleicht hätten wir damit sogar eine Chance gegen die Kollektoren. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut, wir hätten... Ja, gut, von dem haben wir diese Zwillingsklone bekommen. Die alles weghauen soll, was es so gibt. Wir werden, glaube ich, hat auch schon alles Zeit, was er hat. Wenn wir etwas Zeit haben, würde ich gern nach Ilium fliegen und die Familie meiner Schwester... Können Sie mir mehr über die Umsicht... Mein Vater, ich habe Sie... Sie erinnern sich doch. Es gab noch einen Grund, warum ich... Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass genau. Ihr Vater Sie... Genau. Ich wollte sie verstecken. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was soll ich dabei mein, tun? Mein Kontakt heißt Land... Nee, sie will uns nichts über Upgrades erzählen? Okay. Dann können wir mal gucken, ob wir noch irgendwo... hier dürfte... Kasumi sein. Hey, haben Sie kurz Zeit? Ich verstehe, warum Jack so ist, wie sie ist. Es gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Es freut mich, dass Thane und sein Sohn wieder Kontakt haben. Es wird sicher hart, aber die beiden werden es schon schaffen. Nee, das ist alles nicht so. Wenn ich jetzt mit Samara spreche, will die mir ihre Mission aufhalten. Also ich habe da im Moment keine Lust drauf. Wir gehen in die Quartiere. Ändern noch schnell die Panzerung. Dann geht's auf Schiff. Der Kollektoren. Ach was, der Kollektoren, natürlich der Reaper. Ne, auf den Reaper. Er sieht verdammt scheiße aus, aber... Für den Anfang reicht's. Und wie gesagt, The Rival kommt... nochmal als Nachtrag. Ja, es ist nicht mehr so viel. Wir haben den Großteil eigentlich schon hinter uns. Ja, nicht nur einen, ich war mir nur was hinter uns. Nur die Parallelitätsmission, die noch ein bisschen was... Ja,
Spiel sind sie nicht. Das war wichtig. Sein. Da. So, jetzt habe ich auch noch ein Patent hier. Das Reaper FFS. Die waren wir sogar noch nicht. Der verlassene Reaper. Und go. Ist der Text durch, wenn ihr das wissen wollt. Auf geht's. Die Frage ist nur, wen ich mitnehme. Also angeblich soll Biotika da sehr gut sein, weil die mit ihren biotischen Kräften so wie Zin und Warp mehrere Wellen halt ja bekämpfen können. Das ist in dieser Mission sehr wichtig, weil wir werden es mit sehr vielen Wellen zu tun bekommen. Ja. Das ist die Frage. Biotika. Ich habe nur Jack als loyalen Biotiker dabei. Samara wäre noch eine Biotikerin. Jacob wäre noch Biotiker, aber... Gauss hätte noch Tech-Kräfte. Aber Schilder haben die eigentlich nicht. Wir probieren's. Kann nicht mehr als schief gehen. Ich würde gerne das Raptor aufwerten, wenn überhaupt. Stufe 21. Ja, mach werfen. Und Wurf fällt. Ja, ich will jetzt noch die Waffe wechseln von mir. Also nicht die Cane, sondern den Partikelstrahler. Jack hat Schrotflinte Plus und Phalanx, Tempest und Madhawk. Okay. Auf. Nee, nicht X. Auf geht's.
aus, Joker. Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Jetzt ist klar, warum das Wissenschaftsteam sich nicht mehr meldete. Ja. Aber ihr werdet auch noch sehen... Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Warum das... Also warum da ein Geth-Schiff im Auge des Hurricanes steht? Was? Nein. Bitte. Auge des Sturms. Ich bitte um meine Diskretion für diese Angelegenheit. Das sieht nicht aus, als wäre es das Werk der Geth. Können wir speichern? Noch. Ich mach's lieber mal, bevor wir es nicht mehr können. Das war einfach. Die 2000 Credits können wir mitnehmen, das ist okay. Nochmal 2000, das ist noch besser. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Vielleicht eine gewaltige, uralte Lebensform. Was mich betrifft, Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Ja, also wir sind hier genau in einem toten, weil ich würde sagen, einen toten Reaper. Also sozusagen schon. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016. Da, wo ich nicht sein möchte. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Probe. Ist auch in dem Fall, was der sagt, eigentlich eher unwichtig. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. In einem Reaper gefangen. Ich will sofort jemanden erschießen. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Ihr Arschgeweihe. Jede Menge Leichen. Nichts Neues. Das hier, was hier jetzt kommt in dem Block hier, ist auch geil. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Dieser Ort hat ihr Bewusstsein verändert. Oh nein. Neue Opfer. Wir werden hier oftmals zurückweichen. Öfters. Habt ihr sieht richtig, das sind Husks. Und
diese Husks sind einfach nur schrecklich. Die sind jetzt nicht stark, aber ihre Stärke macht die Masse, die sie sind. Das ist das Problem. Husks sind nie alleine. Husks sind immer mehrere. Und ja. Ich komm schon hin. Einverstanden. Mit Tempest machst du da nichts. Du machst hier schön mit Metal da. Waffen wechseln. Das sind diese roten Dinger, die explodieren. Lauf, solange du noch kannst. Und explodieren also halt genau auch vor einem. Das ist das Problem. Mir war immer unklar, ob die Technologie zur Herstellung der Husks von den Geth oder von der Sovereign kommt. Gemessen an den Kosten müsste das Reaper-Tech sein. Gleich geht der Spaß los. Also ich sag's ja, wir werden mehrmals zurückweichen müssen, meiner Meinung nach. Aber ihr seht schon, wenn wir hier Biotiken haben, wie das Wurffeld, das schaltet schon viele aus. Also wir sind mit Biotikern vielleicht hier gar nicht mal so schlecht und nicht beraten. Und Husks sei nicht das Einzige, was hier noch kommt. Leider kommen hier auch Kollektoren. Jetzt gesehen. Der wird auch als Monster identifiziert, nicht mehr als Husks. Das ist schon Erwähnung wert, auf jeden Fall. Ich hol sie von den Füßen. Also mit so dürfen wir hier auch keine Schwierigkeiten haben, meine ich. Ja, also die ist okay, jetzt ist also jetzt. Nee, noch nicht. Das wäre jetzt schon vorbei, aber ihr seht, die geben nicht auf. Ja, muss weggehen, wenn ich dich treffe. Bam. So. Ich gebe auch meinem Team hier, also ihr werdet das wahrscheinlich also das langweilig erachten, aber ich werde meinem Team auch lange Ruhepausen geben, damit sie die Kräfte aufladen können. Also relativ lange Ruhepausen natürlich. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen, Chandana würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade... Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus. Wo wir die Steuereinheit abgenommen haben. Ich habe nichts gesehen. Sie sollten sich hinlegen. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot. Es weiß, dass wir in seinem Inneren sind. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. Ja, also Chandala ist der Doktor hier gewesen, der diese Untersuchung geleitet hat. Dr. Chandala. Ach, wir haben ja gerade, wir haben ja... What the fuck? Der Schütze könnte zum Cerberus-Team gehören. Wir sollten Kontakt herstellen.